Willkommen, liebe Leute vom Modellpilot.eu, zu einer Besonderheit, die ich euch heute vorstellen werde, und zwar zu einem Kleberzusatz, sagen wir es mal so. Und zwar ist das der CA-Booster aus dem Hause Dryfruit. Dryfruit kennen wir ja mit den Gleitschmierstoffen, die trocken sind. Und ja, ist nach einer zweijährigen und noch längeren Entwicklungszeit etwas entstanden, was wir eigentlich immer schon so ein bisschen gewollt haben. Und zwar, wie schaffen wir es, den CA-Kleber, also dieses Cyanacrylat, dünn, dickflüssig, haben wir ja immer gehabt, und dann verkleben wir die Sache, wie schaffen wir das, wirklich was ganz Perfektes hinzukriegen, damit es auch ein bisschen länger anhält während der Bearbeitung, und wenn wir es aufgebracht haben, dass wir nicht dieses eklige Aktivatorspray brauchen, was also die Sache so schnell kristallhart macht, aber auch spröde. Und wenn man sich so überlegt, was wir eigentlich auch noch nehmen, das sind diese vier, also diese 2K-Harze, die schnell abbinden. Und für die gleichen Anwendungen, wie zum Beispiel diese 5 Minuten, 10 Minuten Epoxy-Klebe, Vorgänge, da kleben wir unterschiedliche Sachen zusammen, zum Beispiel hier Glas, Faser oder Kohlefaser, sämtliche Couleur, dick, dünn, und wir haben auch hier mal eine Krabbelkiste rumgeguckt, was es hier noch so an Materialien gibt, die kleben wir alle zusammen, auch mit Rohre, sowie auch eventuell hier so Fertigteile, die wir besorgen können. So, und die kleben wir mit 5 Minuten Epoxy normalerweise an oder mit 10 Minuten oder eine halbe Stunde Epoxy. Und ob es da nicht etwas gibt, meinte dann der Rolf Jacobs, der hier Dryfruit nach vorne treibt, mitentwickelt, was die ähnlichen Verarbeitungszeit hat, ja, mit dem Gelieren und mit Anziehen, wir kennen das ja, aber nicht mit diesen Nachteilen, wie wir sie zum Beispiel haben, wenn wir das 5 Minuten Epoxy aufgebracht haben und dann ist er noch klebrig obendrauf oder er geht nicht die richtige Verbindung mit dem Material ein, wir müssen noch anschleifen und so weiter und so fort. Wie kann man das optimieren? Und da ist ihm Folgendes eingefallen, und da hat er lange dran experimentiert. Wir kennen ja die normalen Füller. Die Füller sind aus reinen Glasfaser. Und wenn man das Cyanacrylat, also den Sekundenkleber, egal welchen ihr da nehmt, mit dem Füller, der nur aus Glas besteht, in Verbindung bringt, dann bindet der sofort ab und die Struktur ist knallhart. Und das ist auch nicht so Sinn der Sache, dass es schnell abbindet. Also wie kann man das verzögern? Und da hat er eine Kunststoffmischung hat sich da herauskristallisiert. Ich will das nämlich jetzt parallel schon mal anmischen, damit wir nämlich sehen, wie langsam das dann anfängt zu gelieren. Währenddem erzähle ich ein bisschen was über die Verpackung, die hier sehr schön gemacht worden ist. Das ist alles schön vorbereitet. So. Ich nehme nicht zuerst den Booster, ja, sonst binde ich die Glasfaserstückchen, die auch da drin sind, aber zum geringeren Teil, das sind kleine Glasfaserbrücken, die sich zu diesen Kunststoffkügelchen, die dort drin sind, die saugen das ein bisschen auf, dieses Cyanacrylat, und dann fängt es ungefähr 3 Minuten an zu gelieren an. So, ich mache das mal hier drauf. So, schön. Schön zu sehen. Ja, ne? Gut. Hier habe ich das Cyanacrylat und jetzt komme ich mit dem Booster. Und fülle das hier ein. So, ich hoffe, ihr seht das schön. Das soll noch ein bisschen flüssiger sein und noch nicht so. Noch was hinterher. So, jetzt kann man es schön verarbeiten, ja, das ist quasi schön füllend, sagen wir es mal so. Jetzt könnt ihr damit Risse, wenn ihr Risse zum Beispiel in GFK habt,
könnt ihr diese füllen. Ja? Bitte nicht mit Aktivator vorher arbeiten. Und lasst Aktivator weg. Hat den folgenden Grund. Der Aktivator macht ein unkontrolliertes Abbinden. Dieser unkontrollierte Abbindeprozess hat den Nachteil, dass da schon, sagen wir mal, an der Oberfläche, da wo der Aktivator dran war, schon alles fest ist. Wie es gerade schon wieder meinen Finger der Fall ist. Und innen, ja, dort wo es abgekapselt ist, wo jetzt nicht die Abbindung stattgefunden hat von dem Cyanacrylat, dann ist es da noch im Abbindevorgang. Also wir müssen eine gleichmäßige Aushärtung bekommen. Und zwar zwischen den Kunststoffkügelchen und diesen Glasfaserbrücken, die da drin sind. Ja? Jetzt macht nicht den Fehler und schüttet nochmal Booster hinterher. Das müsst ihr gleich, ja, ihr merkt schon, guck mal hier, das wird schon geleeartiger jetzt nach der Zeit. Und ihr habt die gute Verarbeitungszeit jetzt, wie beim einen 5-Minuten-Epoxy, der irgendwann mal dann immer fester wird. So ähnlich ist es dann hier auch. Ich will euch mal was zeigen. Ich klebe das mal hier auf. Nehmen wir mal eine gerade Kante hier. So. Und vielleicht noch ein Tüpfchen hier auf die andere Seite, hier drauf. So. Und wie gesagt, macht jetzt nicht den Fehler und geht jetzt hier hin. So, jetzt habt ihr eine schöne Verbindung und eine schöne Nut dort unten. Jetzt macht nicht den Fehler und haut irgendwie fixiert es mit Aktivatorspray. Wie gesagt, das hat einen Nachteil. Sondern lasst es so abbinden. Fixiert es, wie man es normalerweise mit einem 5-Minuten-Epoxy auch machen würde. Und das ist auch für Schnellreparaturen auch geeignet. Also wenn ihr draußen seid, also ich bin ja sowieso gegen das auf dem Flugplatz draußen reparieren. Ja, man sieht nämlich auch unter anderem auch andere Schäden, die da dran waren. Aber wenn ihr mal in der Verlegenheit seid, dann könnt ihr dann mal ausnahmsweise das mit Aktivator machen, klar. Aber seid euch dessen bewusst, dass durch das schnelle Abbinden mit dem Aktivator halt die Festigkeit nicht so hoch wird. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe es nicht angeschliffen. Ich werde euch gleich zeigen, ich habe nämlich etwas vorbereitet. Hier habe ich nämlich gestern Abend dies mit angeschliffenen Zustand gemacht und nicht angeschliffenen Zustand. Hier auf diesen. Ja, es zieht schon langsam an. So, und wenn ihr jetzt meint, das ist mir schon zu sehr fest, dann könnt ihr mit Cyanacrylat nochmal rangehen und das nochmal schön anlösen, was ihr da so habt. Vermischen und dann ist das wieder nutzfähig. Ja? Solltet ihr nicht so häufig machen, weil bestimmt auch der Abbindeprozess ein bisschen unterbrochen wird. So. Das ist auch ein Vorteil. Das könnt ihr mit einem 5-Minuten-Epoxy nicht machen. Also das nochmal mit Cyan, also nochmal anlösen. So. Ich will das jetzt hier nicht festhalten. Ist mir zu dämlich. Ja? Also ich mache es mal hier so weg. So. Die Seite ist hier angeraut. Die ist echt extrem angeraut und die ist nicht angeraut. Die halten echt was aus und glaub mir, ich habe Kraft. So als ehemaliger Maurer lasse ich jetzt hier richtig Kraft walten. Und hier auch. Seht ihr? Das ist auch schon ein tolles Ergebnis. Ne? Jetzt reiße ich es mal ab. So, jetzt ist es abgerissen. Wäre mit nur jedem normalen auch abgerissen. Ja? Also sind extreme Kräfte. Also mit dem Hebel da drauf, das ist völlig ungünstig. Ich hätte jetzt jede Verbindung damit natürlich gelöst. Ne? Also es hält richtig gut. Und stellt euch vor, ihr habt noch ein bisschen mehr Fleisch oder ein bisschen eingebohrt und fasst das richtig ein, das Material. Dann kriegt ihr eine knackige Verbindung hin, die sehr gut ist. Ne? Also lasst euch nicht täuschen, ich habe richtig Gewalt angewendet. Ihr habt gesehen, wie das 1,5 mm Kohleplatte sich da verbogen hat. Ja. Das ist so zu dem Kleber, wie ich es euch sagen würde. Es hat eine hohe Festigkeit. Mein Eindruck ist, es hat eine höhere Festigkeit, als wenn ich das mit 5-Minuten-Epoxy mache. Es hat nach 3 bis 4 Stunden bei normaler Aushärtung
ein optimales Klebeverhalten schon gezeigt. Und wenn es dann die Nacht durchgehärtet ist, dann ist super. Und der Rolf Jakobs sagte, also nach 24 Stunden ist mir absolut sicher, da ist alles top abgebunden und hat eine hohe Festigkeit. Ihr habt ja gesehen, das waren jetzt so, naja, 6 Stunden oder 7 Stunden, die das jetzt hier schon geklebt hat. Also geht davon aus, dass ihr hier einen Kleber habt, der uns, ja, Backpulver ist es nicht, ja, oder auch die anderen Mittelchen, also es sind wie zum Beispiel reines Glasfaser zum Pulver. Das hat damit nichts zu tun, sondern es ist wirklich ein abgestimmtes Klebesystem, was sich ähnlich in der Verarbeitungszeit vergleichen lässt wie ein 2-Komponenten-Epoxidharzkleber und von der Festigkeit enorm. Und ein Tipp, ich habe eine andere Klebung auch schon mal gemacht, auf nicht angeschliffenem Material hält dieser CA-Booster mit dem Cyanacrylat-Kleber hervorragend. Ja, also ihr müsst es nicht anschleifen. Und Schnellreparaturen zum Beispiel für geschäumte Modelle sowie auch dann mit Kohlefaserstäben kennen wir auch mit Cyanacrylat da drin, aber manchmal haben wir auch Brüche und die lassen sich dann hier mit dem Booster noch besser reparieren und vor allen Dingen ohne Aktivator bitte arbeiten. Das ist da ganz wichtig, damit wir eine gleichmäßige Aushärtung bekommen. Und wenn ich hier so wackel, tut das auch nicht dem Kleber gut. Also ihr müsst das schon irgendwie mechanisch fixieren, ja, damit nicht immer die Kraft da unten drauf kommt und den Abbindeprozess unterbindet oder stört. Ja, ihr lieben Freunde, das wollte ich euch sagen. Ich bin begeistert. Ich werde es weiterhin nutzen und bin glücklich, dass ich da auf diesen Tipp gebracht worden bin, auch von ein paar Modellfliegerfreunden und auch aus der Entwicklungsabteilung von Multiplex. Die haben das auch da getestet. Und ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Und seht ihr, jetzt geliert es richtig. Jetzt zieht es sogar Fäden. Seht ihr hier? Und jetzt ist es optimal für die Verarbeitung. Jetzt sieht es so aus, als hätte man 5 Minuten Epoxy, so wie es die Fäden zieht. So, jetzt sieht man schön, wie der Geliervorgang stattfindet und wie sich das hier ziehen lässt. Und jetzt ist es optimal, jetzt bringt ihr das Zeug auf, so, und dann hält das alleine schon bei dieser stumpfen Anbringung sehr, sehr gut, wenn es ausgehärtet ist. Kann man vielleicht noch den Rand ein bisschen hochziehen. Und dann läuft es sogar noch mal ein bisschen wieder runter, dass man einen optimalen Nut da bekommt. So. Ja, zu dem Ergebnis CA-Booster. Ich bin begeistert, dass man jetzt eine schöne Erweiterung hat zu diesen ganz normalen, herkömmlichen Sekundenklebern, zu diesem Cyanacrylat. Und ja, tippitoppi. Job gemacht. Entwicklungsarbeit hat sich gelohnt. Bis dahin, euer Stefan vom Modellpilot.eu zu dem CA-Booster aus dem Hause Dryfluid.